Also, falls ihr euch wundert, es gibt einen Grund, warum ich. Mein Name ist Mikro. Es gibt einen Grund, warum ich keine Webcam beim Aufnehmen benutze. Das Licht, also nicht nur das Licht, hier ist es gerade extra ein bisschen dunkel, weil vielleicht habe ich nicht aufgeräumt. Wer weiß. Nein, aber nicht nur das Licht von der Kamera, sondern insgesamt, wenn Licht einfach da ist. Ihr seht es vielleicht. Ich trage eine Brille und es ist ein bisschen. Es reflektiert ein bisschen. Also viel Spaß damit, weil ohne die, nee, das Spielen wird kein Erlebnis für mich. Abgesehen davon, was wir jetzt machen, traumhaft. Traumhaft einfach. Seid ihr bereit für einen Nostalgietrip? Weil es gibt Dokus über die Pokémon-Zeit, so um die 2000er, so, hier haben sie es genannt, Pokémania. Traumhaft. Traumhaft, als Pokémon in Deutschland ankam. Da gibt es Berichte darüber, also Dokus. Es ist schon geil. Also deswegen gönnen wir uns das jetzt. viel Spaß damit, denke ich mir mal. Monster macht Karriere und nun auch Deutschlands Elternschaft ziemlich sprachlos. Nach den nervenaufreibenden Tamagotchis und den etwas beschränkten Teletubbies haben. Etwas beschränkte Teletubbies. Ich weiß nicht, ob man Teletubbies mit Pokémon vergleichen kann. Tamagotchi sehe ich ein, aber Teletubbies? Das ist eine ganz andere Liga. Also, selbst damals schon. Nee. Das ist irgendwie. Das passt nicht. Ambitionierte Mütter und Väter nun mit einem ganz anderen Kaliber zu tun. Pokémons gleich 100. Nein! Nein, sie hat's getan! Sie hat's getan! Pokémons! Nee, das hören wir uns nicht nochmal an. Nee, sie hat's getan, Pokémons. Guten Pokémons. Man kennt sie. Die knuddeligen Dinger machen nicht nur süchtig, sondern auch arm. Knuddeligen Dinger waren nicht nur süchtig, sondern auch arm. Pikachu! Es sind Tiere, die sich immer bewegen und die anderen K.O. schlagen. Es sind Tiere, die sich immer bewegen und die anderen K.O. schlagen. Hast gut beschrieben, Junge. Hast gut beschrieben. Bin stolz auf dich. Das ist schön. Nein, das ist viel besser. Der Typ, der hat einfach keine Ahnung, wovon er redet und eigentlich gar keinen Bock, diese Reportage zu machen. Er sagt halt, das ist schön. Und die anderen K.O. schlagen. Das ist schön. Das ist schön, ja. Abzocke irgendwo. Abzocke, das kannst du über alles sagen. Sie sind klein und hässlich. Sie existieren im Ki Sie sind klein und hässlich. Und dann zeigen sie Togepi. Eins der. Ja, ist schon ein süßes Pokémon. Aber sind klein und hässlich, ja. Du mich auch. Abzocke irgendwo. Dazu noch was. Alles, was verkauft wird, irgendwie, was nicht gerade Essen ist, ist in irgendeiner Hinsicht Abzocke. Also, denk mal drüber nach. Das ist irgendwie Abzocke irgendwo. Kino, im Computer, auf Spielkarten und mittlerweile in fast jedem Kinderzimmer. Pokémon, die Taschenmonster aus Oh, da hat sie Japan. es richtig gesagt. Habt ihr es gehört? Sie hat Pokémon gesagt. Gute Frau. Das ist Quapuzzi, das ist ein Wasser-Pokémon. Durch so abenteuerliche Attacken wie zum Beispiel Aquaknarre oder Blubstrahl kann er insbesondere Feuer-Pokémon sehr schnell außer Gefecht setzen. Es ist doch. Da habt ihr es zuerst gehört. Quapuzzi-Profi da unter uns. Abenteuerliche Attacken wie Blubstrahl. Sehr abenteuerlich. Oh, Junge. An der Kasse liegen bereits ihre Tickets und dazu je eine Pokémon-Sammelkarte, die sonst im Handel nicht zu haben ist. Ein Alter! Marketing-Trick. Denn für eine komplette Sammlung müsste jeder von ihnen viermal ins Kino, mindestens. Was für eine komplette Sammlung. Ach so, man müsste jeder viermal. Ach so, für die limitierten Karten, um die alle zu haben. Okay, ich dachte gerade so, hä?
Welches Pokémon-Sammlung besteht aus vier Karten, aber okay. Halt einfach deine Schnauze, guckt ihn euch an. Meftu. Das gute Meftu. Kino, mindestens. Meftu und es ist ein Psycho-Pokémon. Und es ist eigentlich das Allerstärkste. Was kann das an? Da hat er recht, aber es heißt nicht Meftu. guckt ihn euch an. Wer da guckt. Ich habe meinen Thumbnail gefunden. Tackle. 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 Wenn man an Mewtwo denkt, also die anderen hatten recht, aber wenn man an Mewtwo denkt, denkt man direkt an Tackle. Alles Mögliche. Also schon ein wichtiges Pokémon. Ja, also man braucht eh alle 150, also aber man sagt halt auch in 151. Das einzige Pokémon ist, das ein böses Herz hat. Halt zu den anderen. Ja, das ist ein böses Pokémon. Ja, ein böses Pokémon. Das weiß ich nicht, weil das zu Gentherapien wurde das gebaut. Gentherapie. Guter Junge. Gentherapien wurde das gebaut. Halt, das ist nicht so auf die Welt gekommen oder so, sondern das wurde halt hergestellt. Mit den ganzen Kräften von den anderen Pokémon. Ah ja, okay. Und, aber jetzt wollt ihr erstmal auf den Film, oder? Ja, natürlich! Macht euch bereit für den ultimativen Showdown. Mew gegen Mewtwo. Du meinst Mew gegen Mewtwo. Oh, ja, hier, falsche Synchro mal wieder. Schmef gegen Meftu. Ja, sie sind niedlich und sie sind klein. Oh, ich will auch so eins, was sich die bewegt mit den Ohren. Haben wir hier unseren interaktiven Pikachu. Er spricht, er leuchtet mit den Wangen, die Ohren bewegen sich und der Mund bewegt sich. Oder hier, Anton, er vibriert, er lacht und auch er spricht. Erstmal, okay. Es waren sehr viele Eindrücke auf einmal. Erstens, Pikachu, traumhaft, will ich auch. Dann, okay, nee, gehen wir zuerst zu Anton. Was macht der für ein Geräusch? Er lacht anscheinend. Was sagt er? Macht es besonders niedlich. Dann haben wir hier unseren interaktiven Pikachu. Er spricht, ja. Er leuchtet mit den Wangen, die Ohren bewegen sich und der Mund bewegt sich. Oder hier, Anton. Er vibriert, er lacht und auch er spricht. Der lacht halt. Also der lacht wie so ein Clown. Alter, das will ich nicht, das Viech. Ich will kein lachendes Anton. Ist nicht so. Nee. Ist gruselig. Genau, und dritte Sache. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt aufgezählt habe. Egal, Pikachu, Anton und dritte Sache. Der Jung, der, ich glaube, der, das sind seine Privaten oder so. Der hat die gar nicht aus seiner Marketingabteilung irgendwie nur für die Doku. Das sind seine Privaten. Guckt euch den an. Der ist begeistert davon. Haben wir hier unseren interaktiven Pikachu. Der ist voll glücklich damit. Ich hab eine andere Doku auch schon gesehen. Der war nicht so. Der hatte gefühlt gar keine Ahnung, was er da überhaupt verkauft. Und hatte eigentlich auch gar keinen Bock auf den Job. Aber das hat man dem angemerkt. Aber der hier, der ist glücklich damit. Und der Mund bewegt sich. Oder hier, Anton. Er vibriert, er lacht. Ich hasse diese Lache. Sogar unterm Kruzifix toben Glurak, Pikachu und Aerodactyl. Was für ein Kruzifix ist doch so ein. Also ich bin jetzt nicht so kulturell gut bewandert, aber ein Kruzifix ist doch ein Kreuz. Oder? Also so ein Christenkreuz. Sogar unterm Kruzifix toben Glurak, Pikachu und unterm Kruzifix. Grundschule Was soll das heißen? 4a. Rektor Anton Hötzinger erhält Nachhilfe in Sachen Pokémon-Spielkarten. Der hält Nachhilfe unter Pokémon-Spielkarten. Alter, die gute Pokémon-Karten-Nachhilfe. Ich möchte mich heute ja mal mit euch über diese Pokémon unterhalten. Sind es deine eigenen oder hast du die geklaut von irgendeinem Kind? Jetzt bräuchte ich Meinungen dazu. Was haltet ihr von den Pokémon überhaupt? Dürft ihr euch jetzt...
Alter, denn ist das alles peinlich. Die denken sich so, Alter, ich bin eigentlich voll der Fanboy, aber ich will jetzt nicht vor der Klasse zu dastehen. Auch wenn alle eigentlich ein Fanboy davon sind. Du findest es cool. Weißt du, was noch cool ist? Du, Digga. Was ist denn das? Ist das eine Kappe einfach rückwärts oder ein Bandana? Alter, der Junge. Der war der Checker. Guckt ihn euch an. Aussagekräftig. Angeguckt und ich komme nicht ganz dahinter, wie das Spiel funktioniert. Ist jemand von euch, der mir das erklären kann? Andreas? Der Checker? Nee. Da stehen halt jetzt hier die Attacken drauf und dann zum Beispiel, wenn man jetzt hier rauf, wenn man jetzt hier Saft Da erfahrt ihr es zuerst, wie man Pokémon-Karten spielt. Das heißt halt, nimm, dann muss man halt zwei solche Karten also weglegen. Pokémon, eine Habe Welt ich verstanden? mit Psychoschlägen und Powerattacken. Eine Welt, in der Turtok, Ratikal, Arbok und Radfratz gegeneinander antreten und auch die Experten hin und wieder überfordern. Hilfestellung gewährt die Hotline des Herstellers. 6 Stunden täglich sind dort die Pokémon-Fachberater zu erreichen. Ich möchte dir den Spaß nicht vorwegnehmen. Also du wirst da schon alleine drauf kommen. Die Sache ist die, du kommst da nicht drum rum. Also du kannst dich da nicht drücken. Und wenn du dich als bester Trainer beweisen willst, wie es in dem Spiel ja sein soll, dann stößt du automatisch schon auf den Mio. Der hat ihm die Tipps gegeben. Ey, Junge, da musst du schon selber drauf kommen. Ich habe eigentlich keine Ahnung, aber Junge, du musst da selber drauf kommen. Du willst ja der beste Trainer sein. Gute Hotline, Alter. Huf. Einander antreten und auch die Experten hin und wieder überfordern. Hilfestellung gewährt die Hotline des Herstellers. 6 Stunden. Der hat eigentlich keine Ahnung, der will es nur nicht zugeben. Ich möchte dir den Spaß nicht vorwegnehmen. Also du wirst da schon alleine drauf kommen. Die Sache ist die, du kommst da nicht drum rum. Also du kannst dich da nicht drücken. Und wenn du dich als bester Trainer beweisen willst, wie es in dem Spiel ja sein soll, dann stößt du automatisch schon auf den Mio. Der wollte von mir wissen, wie man das mysteriöse 151. Pokémon freischalten kann. Also beim Stadium ist es so, dass er hat's gedroppt. Das eben 151. Das 151. Pokémon vorkommt. Und ja, das möchten die meisten Kinder wissen. Aber das verrät sie ihnen nicht. Na, ich möchte den Kindern den Spaß eben nicht wegnehmen. Ich gebe ihnen eine Hilfestellung, einen kleinen Tipp, wie sie am besten vorankommen und. Du hast einfach selber keine Ahnung. Doch zwischen einfachem Spaß und ernstem Geschäft sind die Grenzen im. Stell euch das mal vor, ihr seid ein Kind, wollt da in Pokémon Stadium weiterkommen, zahlt da eure 10 Mark, um die Hotline zu erreichen. Und dann ist das so ein, das ist ein, was ist denn das? Das ist ein Manfred, nein, wie hießen die da früher? Keine Ahnung. Das ist ein Paul, das ist ein Paul. Auf jeden Fall hockt dann so ein Paul vor seinem PC, hat keine Ahnung, worum es da geht. Und sagt dir, oder vielleicht hat er sogar keine Ahnung, aber dann sagt er dir so, ja, nee, da muss schon selber drauf kommen. Hast du ja deine 10 Mark vergeudet, um die Hotline zu erreichen? Wahrscheinlich standest du noch 2 Stunden in der Warteschleife. Und dann sagt er dir, ja, nee, da muss selber drauf kommen. Gut. Wie sie am besten vorankommen und der kommt schon von alleine drauf. Kommt da ganz sicher. Zwischen einfachem Spaß und ernstem Geschäft sind die Grenzen im Pokémon-Wahn fließend. Köln-Heumarkt. Ein Geschäft, in dem Pokémon-Sammelkarten getauscht und gekauft werden. Die Spanne der Taschengeldanlage reicht von 50 Pfennig bis mehreren 100 Mark, wohlgemerkt pro Karte. Ein Nährboden auch für unseriöse Angebote. Das ist eine Promokarte, kostet eigentlich 200 Mark, aber das gefällt, also kostet sogar keine 5 Pfennig. Ich wollte gerade sagen, da hast du ganz sicher keine Karte für 200 Mark. Ja, hab ich gefälscht. Gefälscht worden? Also auf ausgeschnitten, so wie ich das sehe, und dann auf eine Energiekarte geklebt. Weil er dann sieht das hier so hinten aus. Hat auch den Anfühl, dass er wie so eine Pokémon-Karte von hinten. Oh, der weiß, wie man fälscht. Einfach auf eine Energiekarte drauf. Wäre ich nicht drauf gekommen. Ich hätte einfach
Normal, das Bild mir auch einfach ausgedruckt. der weiß, wie das geht. Der ist da hoch im Geschäft. Und von wem hast du die gekriegt? Von ihm. Und du hast sie ihm woher? Vor meiner Klasse, in Jung. Ja, du hast sie selber gefälscht. Lügt doch nicht. Ihm woher? Vor meiner Klasse, so ein Jung. So ein Junge. Und der hat zu Hause so eine Fälscherwerkstatt, oder was? Ja, ich kaufe jetzt hier auch einen. Hier war gerade ein Junge. Der hat gesagt, müsst ihr einen Ju haben? Ich sag, ja, ist der Original. Der hat gesagt, nein, gefälscht. Gib mir 6 Mark, dann krieg ich den gefälschten. Dann hab ich gesagt, woher kriegst du die? Sagt er, der macht die selber noch. Dann kaufe ich den, am Montag kommt der. Gebe ich ihm das Geld, hab ich die. Warte, was? Warte, was? Erklär das bitte nochmal. Gib mir 6 Mark. Nein, weiter. Nein, gefälscht. Gib mir 6 Mark. Hier war gerade ein Junge. Hier war gerade ein Junge? Ich hab gesagt, ja, ist der Original. Hat er gesagt, nein, gefälscht. Gib mir 6 Mark. Krieg ich den gefälschten. Dann hab ich gesagt, woher kriegst du die? Sagt er, mach die selber noch. Dann kaufe ich den, am Montag kommt der. Gebe ich ihm das Geld, hab ich die. Warum? Du weißt, dass sie gefälscht ist. Du weißt es. Du weißt, dass er sie bei sich zu Hause irgendwo ausdruckt oder keine Ahnung, wie er es macht. Und dann gibst du ihm trotzdem 6 Mark dafür. Davon kannst du dir ein Boosterpack kaufen. Das ist dir bewusst. Warum gibst du dir noch, dafür noch Geld? Tausch mit kleinen Jungs. Ach okay, und dann tauscht er so mit kleinen Jungs. Habt ihr das gehört? Der Schlawiner. Dann kaufe ich den, am Montag kommt der. Gebe ich ihm das Geld, hab ich die. Dann tausche ich mit kleinen Jungs. Dann tauscht er sie mit kleinen Jungs. Okay, der hat doch das Businessmodell verstanden. Tauscht er sie mit kleinen Jungs. Die denken, das ist original. Die geben dem ihren ganzen Packen da an Pokémon-Karten. Da hat das Geld wieder drin. Schlauer Junge. Trotzdem, bezahl doch keine 6 Mark für die gefälschte Mew-Karte. Fälschst du dir selber, dann ist kostenlos. Brauchst nur eine Energiekarte dafür, wissen wir hier bereits. 300 bis 400 Kinder kommen im Schnitt pro Tag auf der Suche nach Karten und Plüsch-Pikachus. Beim Run auf die Regale kann es durchaus zu Zwischenfällen kommen. Und während am Spieltisch noch um bloße Punkte gezockt wird, schlägt draußen auf der Straße das Leben zu. Mein Sohn ist letzte Woche geklaut worden und das finde ich nicht gut. Karten. Und das finde ich das Schlimme an die ganze Sache, dass die Kinder untereinander anfangen, kriminal zu werden. Das ist halt ein richtiges Drogenbusiness. da geht die Kriminalitätsrate damals. Es war sehr hoch. Also ich kann mich auch noch dran erinnern. Es ist pures Ghetto da draußen gewesen. Überall. Die haben sich da mit Waffen beschossen, um an Pokémon-Karten zu kriegen. Ja, es wird da halt echt so, nein, aber ohne Scheiß, das wird da so beschrieben, so, also klar, es ist in einem gewissen Maße, in einem gewissen, danke, deutsche Sprache, in einem gewissen Maße, ich gehe auch mal hin, haben sie schon recht, das ist schon, klar, die haben sich da irgendwie verprügelt, um an Karten zu kommen, weil, keine Ahnung, weil es Kinder sind. Das wird halt so ein bisschen hardcore dargestellt, glaube ich. Dass es halt das übelste kriminale Shit ist. Und die neue Droge auf dem Markt. Kampf um Monsterkarten folgt so mancher Fan dem Werbeslogan Schnapp sie dir alle, auch wenn das Taschengeld schon ausgegangen ist. Was hattet ihr für Karten geklaut? Also Aerodactyl. Also meine Mappe ist mir eben hingefallen. Und da habe ich mit ihr wollte ich mit ihr tauschen. Und dann habe ich die irgendwo da hinten gefunden. Namen habe ich nachgeblättert und dann war Aerodactyl nicht mehr da. Und dann habe ich den gefragt. Also da hat der. Oh, der Junge, ich dachte gerade, was hat er da im Gesicht? Hat er da einen Krümel? Aber der Arme, das sind Tränen. Das geht ihm richtig ans Herz. Sein Name ist Aerodactyl. Hat er gesagt, ich habe mir den davon gekauft, da habe ich ihn gefragt. Es wurde kein Aerodactyl gekauft. Ja, da ist es so klar, dass er den geklaut hat. PR-Termin in einem Oberhausener Kaufhaus. Doch der überlebensgroßen Figur schlägt Misstrauen in Sachen. Das finde ich gut. Das Pikachu finde ich gut, weil das ist doch das fette Pikachu als Kostüm. Traumhaft. Guck mal, der fette Pikachu. Figur schlägt Misstrauen in Sachen Kampfestauglichkeit entgegen. Ja, ein großes Pikachu, aber ich weiß nicht, ob
ob so ein Pikachu überhaupt einen Donnershop machen kann. Boah, das war ein sicker Burn. Da hat das Pikachu aber so richtig gedisst. Nee, das Pikachu, das weiß ich auch nicht, ob das einen Donnershock hinkriegt. Ein großes Pikachu, aber ich weiß nicht, ob so ein Pikachu überhaupt einen Donnershop machen kann. Nach der Kinovorstellung geht der Kult im Kinderzimmer weiter. Sasan und seine Freunde nehmen den Kampf wieder auf. Diesmal schlägt Garados Ingox mit Feuersturm. Doch einen kleinen... Was? Ich dachte gerade so, hä, was für ein Ingox, aber das steht da halt wirklich. Schönheitsfehler. Was für ein Ingox? Pokémon Nummer 151 aus dem Kino fehlt. Zumindest bis zum nächsten Software-Update. Das ist ein Durflor. Ich kenne Ingox. Der hat es wahrscheinlich einfach nur Ingox genannt aus irgendeinem Grund. Vielleicht Ingo X oder so, weil er Ingo heißt. Die denkt sich, da steht Ingox. Das Ding heißt jetzt Ingox. Das ist ein Durflor. Volltreffer. Die Kids sind mit ihrem virtuellen Kampf heute zufrieden. Doch einen Gegner gilt es jetzt noch zu schlagen. Und zwar in echt. Kinder, Schluss für heute. Habe ich das gerade falsch gelesen? Warte, wo ist es? Der gute Ingox? Nee? Nee? Ja. Volltreffer. Warte. Die Kids sind mit ihrem virtuellen Kampf heute zufrieden. Bereit dafür sein? Talk-Tour. Ach, das sind wahrscheinlich einfach nur die Spitznamen von den Trainern da. Oh, ich depp. Aber trotzdem, Ingox. Der gute Ingox. Man kennt ihn alle. Ich dachte hier gerade kurz, ich habe das falsch gelesen. Habe ich Tour-Talk falsch gelesen, aber das steht wirklich Talk-Tour. Das sind einfach von den Ingame-Trainern wahrscheinlich einfach nur die Spitznamen, fällt mir gerade so ein. Bis jetzt noch zu schlagen, und zwar in echt. Kinder, Schluss für heute. Aufstehen. Aber wir sind gerade so weit. Was? Wir sind gerade so weit. Ja, aber das weißt du heute. Du musst nach Hause. Ihr müsst auch alle nach Hause, ne? Mhm. Oder Mutter wartet auf euch, ne? Zum Essen. Ja, nervt sie das manchmal hier? Wenn es so lang geht, ja. Nein, ich bin fast nie so lang. Ja, aber heute dürfen sie ein bisschen länger. Aber sonst dürfen sie nicht so lang, ne? Nein, ich bin nicht so lang. Ja, okay, heute dürfen sie ein bisschen länger. Da hat sie gleich beigegeben. Da ist sie reingekommen, um denen zu sagen, dass sie jetzt aufhören sollen. Und dann sagt sie direkt danach, ja, nee, heute dürfen sie ein bisschen länger. Nervt sie das manchmal hier? Wenn es so lang geht, ja. Nein, ich bin fast nie so lang. Ja, aber heute dürfen sie ein bisschen länger, aber sonst... Dürfen nicht so lang, ne? Ja, wir haben Ferien, da kannst du nichts verbieten. Der Junge! Oh, der hat's drauf! Der war das coolste Kid, abgesehen von dem Freund mit der Mütze, aber der war auch der coolste. Wir haben Ferien, da kannst du uns nichts verbieten. Aber heute dürfen sie ein bisschen länger, aber sonst dürfen sie nicht so lang, ne? Ja, wir haben Ferien, da kannst du nichts verbieten. Ferien. Und zwar 2 Wochen lang. Donnerschock. Wie beendet die den Beitrag? Ferien. Ganze 2 Wochen. Donnerschock. Was hat es Donnerschock da zu suchen? Ferien. Und zwar 2 Wochen lang. Donnerschock. Donnerschock. Ferien. 2 Wochen. Donnerschock. Oh Junge, das war eine gute Zeit damals. Gute Zeiten. Pures Comedy-Gold dort. Oh. Nee, du. Donnerschock.